Hallo liebe Leute, in dieser Lektion werden wir die Präposition anlernen. This is one of the most common prepositions in German and is used in many different contexts. It can be translated as at, on, or to in English. But when do you use it? Let's take a closer look now. An, für Orte. Wenn du über Orte sprichst, besonders wenn etwas an einer Wand, an einem Gebäude oder in der Nähe von etwas ist, verwendest du an. Hier einige Beispiele. Ich hänge das Bild an die Wand. Wir treffen uns am Bahnhof. An, für Zeitpunkte. Auch wenn es um Zeit geht, kommt an ins Spiel. Hier wird es oft mit bestimmten Tagen oder Daten verwendet. Mein Geburtstag ist am 15. August. Wir sehen uns am Montag. An, für bestimmte Aktivitäten. An wird auch verwendet, wenn man von einer Aktivität spricht, die gerade stattfindet oder bei der man beteiligt ist. Er nimmt an einem Wettbewerb teil. Ich arbeite an einem neuen Projekt. An, für den Dativ und Akkusativ. Im Deutschen kann an sowohl mit dem Dativ als auch mit dem Akkusativ verwendet werden, je nachdem, ob es sich um eine Position oder eine Bewegung handelt. Dativ, wenn es um eine Position geht, also wenn sich etwas an einem Ort befindet, verwenden wir den Dativ. Das Bild hängt an der Wand. Akkusativ, wenn es um Bewegung geht, also wenn etwas in Richtung eines Ortes bewegt wird, verwenden wir den Akkusativ. Wir laufen an das Kino. Thank you for watching this video. Don't forget to like, share, and subscribe. Ciao.